was, weil mich ein paar Hilfegesuche erreicht haben, dass ihr Stream nicht funktioniert, woran das liegen kann. Ich habe mir dann ein paar angeschaut und es ist eigentlich immer fast die gleiche Antwort. Ihr müsst Zeit mitbringen. Also, ihr könnt nicht erwarten, dass euer Stream von, keine Ahnung, eine Woche jetzt, wenn ihr streamt, nicht so viele Zuschauer habt. Das könnt ihr nicht erwarten. Das dauert ein bisschen. Bei mir hat das auch ein bisschen gedauert, bis ich da eine Community hatte, die echt hammermäßig ist. Wirklich, ich bin echt stolz auf meine Community. Und die halt alles super mitmachen und so weiter. Darum ist erstmal wichtig. Ich habe sogar mein OBS an, damit man es auch sieht, die Einstellungen und so weiter. Ich zeige jetzt einfach mal. Also, wie es bei euch aussehen sollte am Anfang, ganz einfach, ich zeige es euch einfach. Weg, weg. Also, wenn ihr anfangt mit Streamen. Doch nur, wo ist das andere? Das reicht völlig für den Anfang. Das reicht, dass man hier den Bildschirm sieht vom Zocken. Und eure Facecam. Das reicht völlig für den Anfang. Ihr braucht nicht irgendwie das, um das einzubinden für den Anfang. Nein, das braucht ihr am Anfang gar nicht. Einfach ganz normal. Es reicht sogar ein Mikro mit Headset. Ist zwar nicht so geil die Stimme, aber es reicht für den Anfang. Um erstmal zum Stream anzufangen. Mit Webcam will ich schon streamen, aber da braucht ihr auch nicht die beste. Ich habe auch nicht die beste. Ihr könnt ruhig in meine Hardware reinschauen. Ist wirklich nicht das beste Zeug. Ich würde es da nur ein bisschen weg, bevor wir Ärger bekommen hier. So. Also es muss nicht das Beste vom Besten immer sein. So auf. Also wie gesagt, ihr könnt halt dann nachhinein alles bringen. Die Leute kommen dann auf euch zu. Ihr müsst halt nur schauen, wann streame ich am besten. Das müsst ihr halt rausbekommen. Ihr probiert entweder in der Früh mal zu streamen, am Nachmittag mal zu streamen, am Abend zu streamen. Und dann schaut ihr mal die Zuschauerzahlen an. Wann ist die beste Zeit zum Streamen? Was ist das beste Game zum Streamen? Also es bringt euch halt nichts, wenn jetzt alle auf einmal beim Hype jetzt Diablo 4 und ich stream dann auch. Es wird nicht viel bringen. Es streamen halt fast alle Diablo 4. Warum sollten sie auf euren Kanal kommen? Schaut einfach, wo viele Zuschauer sind, was nicht so viele Spiele sind, Spiele, die euch gefallen. Zum Beispiel in meinem Fall ist es halt Street Fighter. Street Fighter gefällt mir ganz gut und da schalten auch die meisten Leute ein. Entweder weil ich so oft verliere oder weil ich so gut bin. Man weiß es nicht, aber die Leute kommen und ja, man bekommt halt dafür auch ein Gefühl. Okay? Also das reicht völlig für den Anfang. Okay? Wenn ihr dann etwas besser seid und Community habt und Leute aufgebaut habt und so weiter, dann kann ich euch ein paar Tipps geben. Das ist kein Problem. Entweder hier Overlays, damit ihr euren Stream ein bisschen verschönern könnt. Und hier die Overlays, also bei Streamlabs. Ich kann es auch nochmal in die Beschreibung, wenn ihr wollt. Kein Problem. Bei Streamlabs, da könnt ihr, müsst ihr halt immer aufpassen. Ich gucke jetzt mal nach einem Beispiel. Also hier, dieser Kreis, sieht man ihn? Den Ultra Team installieren. Der kostet halt Geld. Aber wo halt kein Kreis ist, das ist halt alles umsonst. Und das könnt ihr dann auch in euren Stream mit einbauen. Ja, Kick will ich jetzt nicht wirklich machen. Also hier, Waves, wenn man da drauf geht. Ja, da. Ja gut, das sieht man halt jetzt kein Beispiel. Da sieht man meistens immer Beispiele, wie das dann aussieht. Da habt ihr auch ein Komplettpaket und das ist völlig umsonst. Das reicht für den Anfang. Das könnt ihr auch gerne hernehmen dann. Okay? Mit Startbildschirm, mit Pausebildschirm, mit Topbar, Alerts, alles ist dabei. Völlig umsonst. Und das reicht für den Anfang. Wollt ihr jetzt wirklich? Na, ich habe sogar noch was bei Streamlabs. Also Streamlabs, da müsst ihr halt. Nee, das war gerade Streamlabs, sorry. Stream Elements. Da könnt ihr auch komplette Overlays dann haben. Also hier ist auch alles umsonst, wenn ihr jetzt überhaupt kein Geld ausgeben wollt. Aber ich würde euch schon raten, dass ihr halt. Aber nur, wenn es halt dann bei euch besser läuft, ihr Zuschauer habt und so weiter, dann würde ich auch da On3D zum Beispiel. Das mache ich selber auch. Da nehme ich auch meins her. Meins ist sogar von hier Brave Service. Das meins sogar dabei. Ja, ihr müsst halt einmal Geld investieren. Aber dafür könnt ihr es halt. Es gehört halt an euch. Ihr könnt es immer behalten. Es ist zum Beispiel auf 6 Sprachen dann sogar. Ein Endbildschirm. Auch, ihr seht es ja selber. Topbar mit Alerts.
alles Mögliche. Ihr investiert halt einmal Geld und dann könnt ihr es hernehmen. Also wie gesagt, ich tue es halt jetzt Werbung dafür schalten, ja, weil ich es auch selber hernehme. Also ich bin davon selber überzeugt. Und Moment, wie kostet denn mein Ding, was ich immer hernehme? 30 Euro kostet das dann auch. Wirklich, ihr könnt euch das sogar Beispielvideos anschauen, wo das Live-Demo. Wenn ihr auf Live-Demo geht, dann seht ihr auch, wie das aussieht dann. Also eigentlich echt cool. Und dafür kann man einmalig mal das Geld investieren, würde ich jetzt sagen. Echt eine coole Idee. Okay. Und dann je nachdem. Bei Streamlabs, da könnt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr halt überhaupt kein Geld investieren wollt, könnt ihr bei Streamlabs da zum Beispiel auch alles mit einbinden. Ereignisliste könnt ihr einbinden. Was gibt's noch? So ein Streamboss, den habe ich auch mit drin. Ein Abonnentenziel könnt ihr, das ist alles wirklich umsonst. Das könnt ihr alles in euren Stream mit einbinden. Nur als Tipp jetzt. Es kommt halt eins nach dem anderen. Also ganz ruhig anfangen. Kein Thema. Was noch kommt, was mir aufgefallen ist, wenn manche streamen, ich weiß nicht, was die für eine Auflösung haben. Manchmal wirkt das Bild ein bisschen verpixelt bei denen oder so. Ich zeige euch jetzt mal meine Auflösung, die könnt ihr auch gerne dann übernehmen, wenn ihr möchtet. Mal kurz auf. Ausgabe, Aufnahme, was? Hier. So sieht das bei mir aus jetzt. Nee, nicht Aufnahme, Quatsch. Moment. Hab's gleich. Oh doch, jetzt halt bei Stream. So sieht das jetzt bei mir aus. Okay. Also ich tue das Bild runter skalieren, weil man muss halt bedenken, nicht jeder schaut es am PC. Jetzt schauen wir hier auf dem Tablet, jetzt schauen wir hier auf dem Handy. Und wenn die Auflösung zu hoch ist, dann gibt es Lags für die. Also da muss man halt auch ein bisschen dahinter sein. Und so sieht das dann halt auch bei mir aus. Okay. Könnt ihr es gerne übernehmen. Okay, so ist es bei mir. Solltet ihr auch noch Fragen haben, irgendwie oder so? Ich helfe euch gerne. Kein Problem. Einfach nur schreiben. Ich schaue mir euer Profil auch an. Vielleicht habe ich gute Tipps. Vielleicht auch nicht. Weiß es nicht. Aber ich hoffe mal. Und dann, wie gesagt, das reicht erstmal für den Anfang. Und dann immer mehr. Da könnt ihr immer mehr tun. Dann macht ihr ein Follower-Ziel rein. Macht ihr Stream-Avatars. Das ist eigentlich auch ganz cool. Da kann man die Chatter dann sehen und. Da kann man Bosskämpfe veranstalten, die können Punkte sammeln, die können miteinander reden. Also sieht man auch den Chat, wenn da jemand was sagt oder so. Kannst du mal zeigen. Einfach auf den Charakter hier mal achten. Oh, das war falsch. Moment. Hallo. Wie? Video? Und dann redet er schon. Ja, auch ganz nice. Stream-Avatars gibt es bei Steam, das kostet ungefähr, ich glaube, 5 Euro. 5 Euro. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Und wie gesagt, da könnt ihr halt eins nach dem anderen einbauen. Hier, mein Spectre-Leister, der zeigt halt dann an, wenn man redet. Step Goal, Game Overlay. Aber das muss nicht alles sofort sein. Streamboss, das habe ich vorher gesagt, ist auch ganz cool. Je nach Abo oder sowas. Je nachdem, was man bekommt, da geht die Punktzahl immer weiter runter und dann kommt euer nächster Community-Mitglied, ist dann zu sehen. Also eigentlich auch ganz cool. Der hat's Overlay Top. Aber eins nach dem anderen, nicht alles sofort. Okay? Einfach eins nach dem anderen. Okay? Und einfach am Ball dranbleiben. Okay? Wenn mal der Stream nicht gut läuft, einfach dranbleiben. Es wird laufen. Der Community zuhören. Ich habe auch so viel verbessert. Ich bin echt dankbar, dass ich überhaupt Tipps bekomme. Wirklich. Und solltet ihr mal jemanden im Chat haben, der ein bisschen toxisch ist und so weiter, lasst euch nicht provozieren. Nee, ich glaube, das Schlimmste ist, wenn ihr sagt, hey, du Lappen, was hast du für Probleme gegen mich? Und das ist halt nicht cool. Einfach ruhig bleiben. Sollte der Toxische dann auf eure Community losgehen oder so, dann tut ein Bannen. Ihr verliert einen Follower vielleicht, ja. Aber eure Community, die steht dann hinter euch. Glaubt's mir. Keine Angst haben, mal einen Bann zu setzen, wenn er gut gesetzt ist. Wirklich. So. Mit dem Spiel.